Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem Video zu den Änderungslisten zum Patch 1.6, welcher überraschenderweise für mich heute rausgekommen ist. Ich habe diesen eigentlich erst morgen früh erwartet. Wie ihr ja alle wisst, kommt morgen das Kubota DLC heraus und meistens vor dem Release eines DLCs kommt natürlich ein Patch heraus und das ist heute passiert. Wir sprechen heute über den Patch 1.6 und fangen auch gleich damit an. Dieses Video wird präsentiert von allen Kanalmitgliedern. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung an diesem Kanal. Die Änderungsliste fängt an mit der Unterstützung für die Doppelradkonfiguration für Trelleborg TH400 Reifen. Die Gülleproduktion der Tierhaltung wurde auf den Strohverbrauch beschränkt. Feste Farbkonfiguration mit einer großen Anzahl von Optionen im Mehrspielermodus. Spielabsturz nach Änderung bestimmter erweiterter FSR-Einstellung behoben. Probleme mit Modballen behoben, wenn das 3D-Modell aus dem Basisspiel und nur Texturen aus dem Mod verwendet wurden. Lokalisierung für Sammlerstücke in Mods korrigiert. Behoben, dass Mod-Input-Bindings überschrieben wurden. Festpreisseite Preisanzeige auf Verkauf. Rostelmarsch 2375 und Versatile 4WD zeigen die maximale Geschwindigkeit im Shop an. Salek ANS 1900 KI-Unterstützung behoben. Die Verwendung von Eingabeaktion Alles Falten wurde korrigiert, wenn Fahrzeuge angebracht wurden, die nicht gefaltet werden können. Der Hotspot-Typ der Xerion 5000er Karte wurde korrigiert. Verbessertes Deichselverhalten beim Köckerling Allrounder 600. Verbessertes Arbeitsverhalten von Lemken Solitaire 12. Verbesserte Leistung beim Umschalten der Minikartengröße. Ersetzte Lemken Coraline 9840 Standardkonfiguration. Leicht erhöhte maximale Abstand beim Hochdruckreiniger. Verschiedene kleinere visuelle und funktionelle Korrekturen an Fahrzeugen. Beim Ändern einer FSR 1.0 Optionen wird die AA-Einstellung automatisch auf TAA gesetzt. Im Spiel wird jedoch angezeigt, dass TAA tatsächlich nicht aktiv ist. Dazu kommen noch ein paar Ergänzungen, und zwar zum einen die Multiplayer-Berechtigung Bäume fällen hinzugefügt, Passagierunterstützung für verschiedene Fahrzeuge hinzugefügt, dies erfordert das Kubota DLC, Einstellung zum Anpassen der Framerate-Grenzen hinzugefügt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich hätte eigentlich erwartet, dass auch noch ein bisschen Updates kommen bezüglich dem Precision Farming. Das Precision Farming scheint im zweiten oder dritten Einsatzjahr des Precision Farmings Probleme zu haben, und zwar mit der Messung und der Anzeige verschiedener Düngmengen, Ausbringungsgrenzen und so weiter und so fort. Da habe ich eigentlich erwartet, dass da noch ein Update kommt. Es ist auch zusätzlich zu diesem Patch noch ein Update gekommen für das AGI-Pack, jedoch habe ich leider noch keinen Changelog dafür gefunden. Möchtest du das AGI-Pack aktualisieren, dann nimm doch einfach den Key, den du bekommen hattest damals, als du dieses angefordert hast, und gib das erneut bei der Giants Webseite unter Downloads in das Feld ein, damit du dann die Option erhältst, die neueste Version zu installieren. Falls du dir noch nicht sicher bist, ob du dir das Kubota DLC holen willst, dann schau doch bitte morgen um 19 Uhr in unseren Stream. Wir werden dieses sehr detailliert prüfen und wir werden auch einen PC-Key für das Kubota DLC vergeben. Falls du nicht bis morgen warten möchtest, dann bitte klicke doch oben rechts auf das i, damit du dahin gebracht wirst, wo du das Kubota DLC für die PC-Version noch kaufen kannst und dabei natürlich auch den Kanal unterstützt. Wir sehen uns später wieder mit den Mods von heute. Das war's erstmal von meiner Seite hier zu diesem Patch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und sage danke, tschüss und hasta luego.